mich schon mal interessieren, was du machst, warum dich zurechtmachst. Ich meine, mir würde das einleuchten, wenn du jetzt auf nach Mexiko gehst und so weiter und dich da verkleidest. Weil da ja tatsächlich. Kannst du morgen mit einer größeren Reaktion fahren, oder? Was denn für eine Reaktion? Ich hätte schon früher gleich erfahren, was los ist. Ja, so einfach geht die Geschichte ja auch nicht mehr. Du tust so, als ob ihr irgendwie in einer Situation seid, wo ihr euch zur Wehr setzen müsst. So. Ja, habt ihr denn direkte Actions vor? Gegen wen denn? Gegen was denn? Gegen einen Richter oder so. Oder einen Chef. Papuren werden er dumm fallen wahrscheinlich. Papuren? Ja, aber welche Aussicht soll das haben? Ich meine, wenn du einen umlegst oder zwei umlegst, da rücken halt fünf andere nach. Ihr hattet da Bekannte vor, also die euch schon mal geschnappt haben oder so? Habt ihr es auf bestimmte abgesehen oder? Oder überlasse das dem Zufall? Dem Zufall, wir wissen schon, welche Leute, dass wir wegputzen. Ja, was hat das für einen Zusammenhang mit? So, damit den Zusammenhang bis jetzt ist er gekriegt worden. Jetzt müssen wir endlich mal was unternehmen. Ja, aber was wollt ihr überhaupt? Ihr wart doch auch bloß, dass wir mal wieder anfangen. Ja, wir haben bereits angefangen. In den Universitäten haben wir bereits mit Aktionen angefangen. Und was für Aktionen? Jedes Mal haben sie sich davor gehabt, wie kleine Buben. Ja. Naja, ich meine, natürlich muss das irgendwann mal auch darauf hinauslaufen, dass wir uns mit Waffen zur Wehr setzen. Aber ich glaube nicht, dass ihr irgendeinen Erfolg habt, wenn ihr jetzt mit euren Waffen auf die Straße geht, so wie das sie offenbar darstellt, und da ein paar Bullen umlegt. Das wird ja jetzt nicht dazu führen. Grundsätzlich hast du natürlich recht, dass du nichts erreichst, wenn du ewig nur dein Maul hältst und kuschst und so weiter. So, der Erfolg, der wird schon noch kommen dann. Ja, wir sind bestimmt nicht die Ersten, die wohl zufangen. Ja, nach uns kommen wieder andere. Ja, du kannst aber nicht so wild drauf losgehen. Ihr seid vielleicht zu sechst oder siebt oder so. Und da kannst du nicht anfangen, jetzt einfach als einzelne Gruppe da loszumarschieren. Zu sechst oder zu siebt sind wir nicht. Da darfst du ruhig einen Nuller anhängen. Ja, das macht auch nicht so wenig, weißt du. Außerdem haben unsere Aktionen an der Universität auch einen symbolischen Charakter gehabt. Da kam es nicht darauf an, dass man jemand umschlägt oder so, auf das kommt es ja gar nicht an, sondern dass die Öffentlichkeit überhaupt beteiligt. So gescheiter her jetzt. Wie? Die haben uns halt zusammen. Ja, genau das wäre eben notwendig. Ja, aber nicht, dass ihr da meint, das müssen wir organisieren. Da um einen Ande in unserer Bude da drin und wir rücken aus und lassen uns die Waffe polieren. Ja, und deshalb wollen wir ja wissen, gegen wen ihr schießen wollt, weil das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, das Ganze. Die erwischen euch dann und dann sitzt ihr halt wieder. Und außerdem ist so ein einzelner Polizist ja nicht, das ist ja nicht der Schuldige allein. Das ist auch nur eine hilflose Figur im gesamten System. Man muss das Ganze muss man ja planen, wenn man überhaupt was macht in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass wir in der Bude hocken und ihr losmarschiert und ihr die Köpfe hinhalten wollt. Ich meine, bisher ist doch so, dass wir ja auch versucht haben, mit euch Kontakt zu kriegen und so. Und dass natürlich die meisten Schwierigkeiten haben, zu euch Zugang zu finden. Und infolgedessen natürlich, wie die Klugscheißer rumrennen. Aber du musst auch sehen, dass ihr natürlich nicht seht, dass so jetzt Waffen zu beschaffen und dann damit Aktionen zu machen zu nichts führt. Ich meine, das ist doch ganz klar, das ist doch einfach dumm, was ihr macht. Das muss doch überlegt sein, das muss doch irgendeine Aussicht haben auf Erfolg. Und du siehst es ja auch bei dieser Geschichte in Berlin, diese Bader-Geschichte, die stand ja in allen Zeitungen, wo die da so einen aus dem Knast befreit haben mit so einem Trick und mit Waffengewalt. Dass die Leute einfach nur kriminalisiert werden. Die werden, also entweder werden sie kriminalisiert und irgendwann erwischt und eingeknastet, oder aber sie müssen eben raus aus Deutschland. Ja, da werden sie aber eingesperrt, dann wissen sie aber warum. Weil wir uns werden Leute eingesperrt, die wissen gar nicht warum. Ja, allerdings, ja. Ja, wieso? Wie es bei mir früher war. Wegen jedem Dreck werde ich eingesperrt. Ja, erzähl mal, wie. Wenn es ja nur ein paar Wochen sind, das bleibt mir egal. Was warst du schon mal im Schon etliche Male. Warum denn das? Zum Beispiel wegen Fahnenflucht. Ach, daher hast du auch deine Waffenkenntnis. Genau. Ach so. Ja, wie war das? Ja, aber warum kommst du jetzt her und wie war denn das überhaupt? Warum kommst du jetzt her und bringst hier die Waffen her? Ich habe mich bei der Bundeswehr auf etliche Jahre verpflichtet. Und da ist mir am Anfang sehr viel versprochen worden. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, dass zur Bundeswehr ausgerechnet ist? Ja, das hat der familiäre und
Ja. Also aus der Lehrlingszeit bin ich etliche Mal aus der Lehre geflogen und so. Wolltest du noch auf Zeit gehen? Ja, und dann zu Hause. Hat dir der Beruf nicht gepasst? Auch nicht, aber ich bin gezwungen worden, einen Beruf zu erlernen, der mir von Haus aus keinen Spaß macht. Da habe ich meine Prüfung gemacht, ein bisschen Geld verdient. Dann haben sie mir von zu Hause 90% vom Lohn abgenommen, beziehungsweise Kostgeld verlangt. Dann habe ich mir nahegelegt, zur Bundeswehr zu gehen. Habe ich auch getan. Da war ich etwa 3 Jahre. 3 Jahre? Ungefähr, ja. Kann niemand was zum Trinken? Wie, als Wehrpflichtiger oder was? Naja, als Zeitsoldat. Hat sich verpflichtet für mehrere Jahre? Acht Jahre. Und da ist das, was mir versprochen worden ist, nicht eingehalten worden. General? Nein, das nicht, aber Versetzung so weit wie möglich nach Hause. Also, den wisst ihr nicht mehr so? Und auf deswegen bin ich Stift gegangen. Da habe ich ein bisschen durch die Welt rumgedrückt. Wo ist der Biermecke? Schweden. Bringen wir uns mit. Ja, wie hast du dich da drauf geschlagen? Naja, Job ab und zu. Jobs ab und zu. Ja. Hier und da mal ein bisschen linke Tour oder was. Ja. Muss man auch tun. Und dann habe ich mir gedacht, je länger du weg bist, umso schwerer wird es wieder. Wieder zurück nach Deutschland. Habe mich hier noch ein paar Tage aufgehalten in München. Dann habe ich mich festgenommen. Ja. Dann habe ich eine Strafe gekriegt, nur weil ich etwas nicht tun wollte, was mir aufgezwungen worden ist. Ja. Und welches Interesse hast du jetzt denn? Hier Waffen vorzuführen. Ja, weil ich die Fähigkeit gelernt habe. Aber er schmückt sich hier mit dem Patronen. Seltsam. Was ich die wegen Schmücken oder was? Fürst der Hafen. Ihr macht euch hier zu Recht. Warum warst du dich nicht? Ja, es hat so. Komm, ich weiß nicht. Ich hab so einen Arsch. Ich frage ihn mal, welches Interesse er hat, euch das beizubringen und du. Machst hier jetzt so einen Zinnober, wenn ich dich noch frage, warum du diese blöden Patronen um Brustkorb hängst. Was diese blöde Patronen um Brustkorb hängen, wenn es dir nicht passt, dann schaust du weg. Aber ihr macht ja schließlich nichts damit, oder habt ihr was damit vor? Das wird schon unser Sache sein. Ja, du musst doch einmal her, was er sagt. Wir kommen da als erste Mal daher, dann soll ihm verzeihen, was wir davor haben. Naja, ich meine, das Entscheidende ist, dass eben was du auch schon gesagt hast, dass tatsächlich dann am nächsten Tag nur in der Zeitung steht, ein paar Rocker haben haben Waffen getragen und sind dabei erwischt worden, haben irgendeine Aktion wieder gemacht. Es kann ja sein, dass die mit schießen, oder? Bei wen wollt ihr denn umlegen? Vielleicht die. Ja, und warum? Und warum? Ja, was hast du denn gegen ihn jetzt? Dann kannst du denn nicht so aufhören. Ja, aber verdammt, damit, du musst ihm doch einmal zuhören, lass ihm doch einmal reden, es kann doch jeder reden, muss doch nicht gleich zuhören. Ja, dann legt der Blatt nicht auf, oder was? Nee, ich meine, was wir eben sehen, ist, dass ihr immer wieder Aktionen macht, aber dass das immer Einzelaktionen bleiben und ihr immer wieder kriminalisiert werdet. Dass im Grunde ja eure Angriffe auf die Bullen zum Beispiel uneffektiv bleiben müssen, ohne Erfolg bleiben müssen, weil für jeden Bullen, den ihr außer Gefecht setzt, da rücken 5 andere nach. Das heißt, wir müssen versuchen, das so zu machen, dass wir das organisieren, dass wir miteinander diese Aktionen machen, dass wir das auch planen. Wann geht es darum, den Protest überhaupt bewusst zu machen? Dass ihr wisst, warum ihr gegen den Polizisten was habt, warum ihr irgendwelche Leute niederschlagt oder so. Ihr müsst ein bisschen nachdenken. Meinst, das können wir ja miteinander machen. Ja gut, aber die Sache ist ganz einfach, wir machen was, aber wenn ihr was macht, da jemand zusammen, die hauen euch doch alle zusammen, bei euch passiert ja nichts. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir hoffnungslos, ohnmächtig da gegen Stärkere losgehen. Deshalb muss man das überlegen und aber es wird immer nur geredet, es wird nur geredet und geredet. Ja, dann hast du das im Kreuz, dass du das überlegst. Dann denkst du was aus und dann lässt der Platten ablaufen. Warum hast du zum Beispiel was gegen uns? Einfach deshalb, weil du glaubst, dass wir genau die sind, die später mal an den Positionen sitzen, zum Beispiel als Polizeipräsidenten oder als Polizeibeamte und Kriminalkommissar. Oder als Richter. Genauso im Krieg, wie wir jetzt im Krieg sind. Naja, aber genau das ist ja das, was wir euch klarzumachen versuchen. Dass es eben tatsächlich unter den Studenten jetzt welche gibt, die das gesehen haben, dass eure Aggressionen gar nicht individuelle Schwierigkeiten sind, sondern eben Ausfluss dieser ständig unterdrückten Gesellschaft sind, der gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Ja, die Gewalt ist nur ein Symbol. Ja, jetzt quatscht keine Open heute mal fotzen oder was. Bleib halt da.
müssen wir doch noch drüber reden. Du kannst nicht einfach weglaufen und sagen, als wir der Botzen hat so. Wir reden das mal was heißt. Nein, ich meine, wir reden nicht. Wir haben es ja bewiesen, dass wir nicht nur reden an der Uni und so. Wir haben Aktionen gemacht. Wir haben die Professoren daran gehindert, dass sie ihren Senf da erzählen, der nichts taugt. Wir haben das tatsächlich zustande gebracht, dass die nicht mehr, dass das System ein bisschen blockiert worden ist. Ja, vorübergehend wenigstens. Wir wollen jetzt endlich mal, dass was los ist. Ja, wir haben dann Haufen Kanonen und was, wenn wir die an die Wand hängen. Ja, was heißt das, los? Ja, aber ich meine, du musst eben sehen, dass das tatsächlich jetzt, man muss sich doch überlegen, das ist doch bei jeder Geschichte, die man macht, so, dass man sich überlegen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt da, loszuschlagen. Man muss also genau neben der Strategie, die also sieht, in der man erkennt, dass man überhaupt was machen muss, da muss man sich genau überlegen, wann man das macht, wann also ein günstiger Ausgangspunkt da ist. Wenn man zum Beispiel verhindert, dass Einzelne rausgegriffen werden und als Kriminelle wieder in den Knast geschickt werden. Das genau musst du verhindern und das musst du genau planen. Das heißt, du musst eine Organisationsform finden, in der eben jeder Einzelne geschützt ist bei solchen Aktionen. Und das genau wollen wir eben erreichen. Du siehst eben so Stadtbasisgruppen und Arbeiterbasisgruppen, die in den Betrieben arbeiten, die müssen eben den Arbeitern auch erstmal klar machen, oder die sollen aus Arbeitern bestehen. Das heißt, das muss nicht vermittelt werden, das ist völlig unmöglich, dass wir wie Lehrer immer reinhauen, dann kommen solche Aggressionen auf uns zurück. Wenn wir ja, hier wie Lehrer muss, oder sowas erscheinen, das muss jetzt für erscheinen, euch so erscheinen, als Autorität, wir kommen jetzt als Autorität daher, wir haben studiert und wir wollen euch jetzt da bevormunden. Und ja, so. Führt sich ja noch auf. Ja, aber wir sind genauso, wir sind, wenn du eben die gesellschaftliche Situation von uns anguckst, genau solche armen Schweine wie ihr, genau solche Arschlöcher. Guck dir einen Ingenieur an oder einen Chemiker, der in irgendeinen Großbetrieb reingeht, der verkauft seine Arbeitskraft ganz genauso wie ein anderer. Gut, er kriegt ein bisschen mehr dafür, nicht? Aber er ist diesem Zwang, sich selbst zu verkaufen oder seine Arbeitskraft zu verkaufen, genauso unterworfen wie ein Lehrling oder wie ein Arbeiter und so weiter. Den Vorwurf, den wir euch machen müssen, ist, dass ihr eben noch nicht eingesehen habt, dass ihr als Einzelne genauso feige seid, wie wir das auch sind, dass man tatsächlich als Gruppe nur was erreichen kann. Das ist der Grund, warum wir meinen, dass das organisiert werden muss. Und das ist genau das, worüber wir uns unterhalten müssen. In welcher Weise können wir diesen Organisationszusammenhang bekommen mit euch? Na, außerdem organisiert ihr euch ja auch in eurer Gruppe. Ihr fühlt euch ja auch verlassen allein. Nicht, was er auch sagte, dass er da den Polizisten in den Arsch kriegt, wenn er allein ist. Das ist auch die Notwendigkeit, ja, dass er euch zusammenschließt. Das hat einen bestimmten Grund, ne? In dem Fall. Ja, aber wir weil er allein gar nichts tun kann. Ja, eben, weil allein nichts tun. Das sehen wir ja auch ein. Ja, nur in der Gruppe fühlt ihr euch wohl und einigermaßen geborgen noch. Also, in Anführungszeichen. Nein, aber das ist so, wenn du die Wahl hast zwischen einer Anzeige und dass du einem Polizisten freundlich bist, da bin ich lieber 5 Minuten freundlich, bevor ich da Anzeige kriege. Ja, wenn du zu 10 bist, dann bist du auch nicht zum Polizisten. Ja, dann fehlt wahrscheinlich der Polizist. Ja, aber du bist objektiv ungerecht behandelt worden und bist trotzdem freundlich. Das ist doch ein Widerspruch. Ja, trotzdem. Und genau. Ja, aber ihr kauft euch die Waffen, ihr tragt deshalb die Messer. Das hat er vorhin gesagt. Komm, Aktion, es geht doch raus aus dieser beschissenen Situation. Hau ab, du linke Drecksau! Luca! Du Schwein! Was ist doch dabei rauskommt, so kommst du das wohl. Was geht denn da überhaupt? Schau dir den an hier. Was geht denn da überhaupt? Was weißt du wegen Ehren, du Arschloch? Leute, nimmst du Flossen davon? Hört doch auf. Was hört denn da? Komm. Hör doch auf, Mensch, guck nur ihn an, er ist doch schon da oben. Herz doch auf, verdammt nochmal! Sowieso schon alles. Das hat doch gar keinen Zweck. Was kostet mit anderen Mauern oder was? Ach, oder? Dann bleibt ja nicht eh mischen, oder? Komm, ich selbst. Geht den ungefähr gar nicht so. Ich kann überhaupt nichts erreichen.